So, da sind wir wieder am Strand von Hawaii und wir haben ja letztes Mal versucht, dem guten Jungen hier eins auszuwischen. Das habe ich nachgeguckt, weil ich keinen Plan hatte und da müssen wir die Vaseline-Tube mit der Sonnencreme austauschen. Wir schauen mal, was passiert. Und schon ist das Sonnenöl mein. Allerdings steht auf der Vaseline-Tube, dass es bei starker Sonneneinstrahlung zu gefährlichen Entzündungen kommen kann. Wenn Jack etwas geschieht, bin ich dran. Ich behalte das lieber mal im Auge. Etwas später. Er hat sich gerade eingecremt. Alles scheint normal zu sein. Ah! Weg. Oh mein Gott, was habe ich getan? Annie! Oh mein Gott, Annie! Jack hat diese starke Sonne wohl nicht vertragen. Sag ihm bitte, dass er sich gut eincremen soll. Das würde ich ja gern, aber... Aber? Aber es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Viel später. Annie hat unter Tränen den Strand verlassen und ist abgereist. Ich kann es ihr nicht verübeln. Einäscherung am Märchenstrand. Kellner flambiert sich selbst. Gut, können wir die wieder mitnehmen? Schau mal. Ich glaube, er braucht es nicht mehr. Können wir? Was haben wir hier? Den Rucksack? Das sind sicherlich nur widerliche Bio-Vitamin-Kekse drin. Das Letzte, was ich borgen würde. Was würde der sagen, wenn ich mir einfach seine Tasche anziehen würde? Geht nicht. Was haben wir hier? Die Flasche kann man nicht nehmen. Das Handtuch vielleicht. Das brauche ich nicht. Der Gast würde mich hochkant rausschmeißen lassen. Und ja, von den guten Menschen ist nichts mehr übrig. Ich glaube, hier haben wir auch alles gemacht, was wir im Moment tun. Nein, hätten wir nicht hin. Oha! Senioren-FKK. Genau deswegen wollen wir da hinten nicht hin. Und... wir verlassen hier. Waren wir gerade in Hawaii? Genau, wir verlassen Hawaii und. Dazu bräuchte ich einen Spezialschraubenzieher. Ach. So, da wären wir und wir wollen nach Paris. Next Paris, da ist es schon. Ja, auf nach Paris! So. Wenn ich alles richtig mache, wird sie sich automatisch öffnen. Und da wären wir auch schon. Oh, was ist das? Sieh an, ein falscher, echt französischer Schnauzbart. Den können wir sogar mitnehmen. Ansonsten ist es nur ein Poster, Zeitschriften. Eine französische Illustrierte. Von Mode über gutes Essen ist alles dabei. Wenn ich mich jetzt mit den Topmodels und den neuesten Gerichten auseinandersetze, ist der Tag gelaufen. Außerdem kann ich kein Französisch. So, da wir in Paris sind, gibt's ja auch ein paar Pariser. Nach meiner Erfahrung braucht man dazu einen Sechskantschlüssel mit einer individuellen Einkerbung der betreuenden Firma. Ein Zigaretten-Kondom-Zahnbürsten-Kaugummi-Automat. Okay. Alle Dinge, die man in einer Großstadt zum Überleben braucht. In einer Maschine. Das ist so großartig, man will davor in die Knie gehen. So, was haben wir hier? Wasserspender, können wir den nutzen? Ich habe gerade keinen Durst, aber danke, dass du dich so um mich sorgst. Gern geschehen. Ein Aschenbecher. Die haben vorgesorgt. Der Aschenbecher ist am Tisch befestigt. So, ansonsten scheint hier nichts zu sein. So, nun habe ich sämtliche Weinbars, Bistros, Brasserien, Restaurants, Pubs und Teesalons, die ich in Paris finden konnte, nach Dr. Levy abgeklappert. Gar nicht so einfach, eine einzelne Person in einer Stadt mit 2.125.246,5 Einwohnern zu finden. Naja, wenigstens habe ich jetzt etwas mehr im Magen als die paar Erdnüsse, die ich im Flugzeug bekommen habe. Aber zurück zum Thema. Alles führt hierher. Hier ist sozusagen der Punkt, an dem sich alle Linien kreuzen. Das Ende meiner Suche ist nah. Jetzt muss ich diesen Dr. Levy nur noch aufspüren. Schade, dass ich nicht weiß, wie er aussieht. Na, dann wollen wir mal.
Gut, das X markiert den Punkt. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Den schauen wir uns schnell an. Was haben wir denn hier? So. Haben wir den schon? Glücklicherweise kam ich gerade noch rechtzeitig. Einige Stunden später und es wäre mit dem Forscher aus gewesen. Wieder mal. Das ist doch nicht das Richtige, oder? Naja, wieder mal war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Archäologen waren von außergewöhnlichen Pflanzen. Nee. Das hatten wir schon. Komisch. Ich glaube, das ist dasselbe, wie wir von den Archäologen hatten. Das haben wir hier am Schild. Schauen wir mal ein bisschen. Da steht, was es heute zu essen gibt. Sieht lecker aus. Das meiste hat mit Meeresfrüchten zu tun. Ich bin ja nicht so der Meeresfrüchte-Mensch. Seitenstraße, gehen wir mal schnell in die Seitenstraße. Hier haben wir ein Fenster. Das Fenster führt in die Küche. Ich riskiere mal einen Blick. Das ist blöd. Solange der Koch in der Küche herumwerkelt, kann ich mich nicht hereinschleichen. Ich will mich also hineinschleichen. Ist die Tür denn offen? Ich glaube kaum, dass der Koch begeistert ist, wenn ich einfach so seine Küche betrete. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, ihn abzulenken oder herauszulocken. Ja, eine Notiz haben wir hier. Es wird für rezeptfreies Viagra geworben. Gut, dass das einem nicht öfter angeboten wird. Warum auch nicht? Hier haben wir noch eine Dose. Das gehört in den Müll und nicht in meine Tasche. Zerknülltes Papier. Lieber nicht, es könnte sich in meinen Händen entzünden. Gut, das können wir alles nicht mitnehmen. Wir schauen mal in die Mülltonne. Ich will mir das gar nicht genauer anschauen. Nein, das wollen wir nicht. Wir haben hier noch einen Müllsack. Das lasse ich lieber. Da kommt bestimmt was raus, was mich für seine Mama hält. Okay, wir müssen den irgendwie ablenken. Wie könnten wir ihn denn ablenken? Den Fisch wahrscheinlich nicht. Schnurrbart, Umgangsform, Küchenschabe. Mal sehen, was mein kleiner Freund hier so bewirken kann. Mon Dieu, ein Kakerlak in meiner Küche. Na, warte. Der Weg ist frei. Ein Kakerlak in seiner Küche. Der Koch müsste abgelenkt sein. Also los. Hoffentlich bemerkt der Koch mich nicht. Oh no. Wer zum Henker hat die Tür geschlossen? Sehr gut. Da wird der Koch nicht mehr rauskommen. So. Wir haben den Koch eingesperrt. Hier haben wir einen Messerhandschuh von Freddy. Ein Kochutensilien. Wir gucken uns mal hier auch ein bisschen. Unnötiger Ballast. Das sollte ja kein Problem mehr sein. Gegessen wird später. Lecker Käse. Was haben wir hier? Gummi. Gummi nehmen wir mal mit. Könnte durchaus nützlich sein. Was haben wir hier? Flasche. Sie ist leer. Dann wollen wir sie auch nicht. Die Mütze? Nein, der Koch ist schon genug gestraft. Was haben wir hier für Papier? Den Mist brauche ich nun wirklich nicht. Na gut. Du meinst, dieses Spiel könnte etwas Würze vertragen? Ich habe nichts zu würzen. Wow, die sieht vielleicht lecker aus. Es wäre eine Schande, sie hier einfach so verderben zu lassen. Okay, wir können die Suppe mitnehmen. Wahrscheinlich müssen wir es nur im Topf. Bei Nachttopf ist es ein bisschen eklig. Ah, was braucht der Mensch mehr als einen leckeren Nachttopf voll Suppe? Zack Meistersuppe, der Meisterkoch. Monsieur, es ist angerichtet. Okay. Den Schinken können wir nicht mitnehmen.
Zahnschuhen. Der Titel dieses Spiels lautet nicht Zachary Krieger, Nightmare in Paris. Der Titel dieses Spiels lautet... Ah, das kennen wir schon. So, gut. Können wir die Brechstange eigentlich wieder mitnehmen? Nein, ich will nicht wieder raus. Nein. Ich will meine Brechstange. Ich denke, ich brauche sie nicht mehr. Oh. Oh gut, dann lassen wir ihn drin. So, jetzt schauen wir mal ins Restaurant. So, da haben wir einen Gast und einen Kellner. Reden wir doch mal mit dem Kellner. Bonsoir. Möchte einen Job als Kellner haben? Ich möchte gerne einen Job als Kellner haben. Wäre mir angenehm, wären nur beim Eingang der Lieferanten entgegen. Schließlich wollen wir die Gäste nicht belästigen. Am Eingang für die Lieferanten? Wo wollen wir das hin? Bin ich Herkul? Vielleicht die zweite Tür? Hier kann ich nicht rein. Ich werde mal klopfen. Mein Herr, Sie wünschen? Ich habe zufällig von dem Missgeschick Ihres Kellners Jacques gehört und dachte mir, dass ich der geeignete Mann wäre, ihn zu ersetzen. Ah, Jacques, er war mein talentiertester Kellner, dass er so enden müsste. Nun, Sie verfügen doch sicher über angemessene Referenzen. Ja, McDonald's ist, glaube ich, nicht wirklich eine gute Referenz. Wie sagen wir, Lefty's Bar? Natürlich. Während meiner Studienzeit habe ich oft in Lefty's Bar gejobbt. Man war dort sehr zufrieden. Lefty's? Fabella. Zeigen Sie mir, wie Sie ein Tablett balancieren. Wie können Sie es wagen, mich so zum Narren zu halten? Unterstehen Sie sich jemals wieder an diese Tür zu klopfen? Perspektivloser Reporter bringt Nobelkellner zur Weißglut. Gut, so klappt das schon mal nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir gleich einen anderen Weg finden. Aber anscheinend, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus.